Wilkersons now, huh? Super. What's next? Ooh, do you think I could join the Mafia? I'm confused. Und ich esse. Be so friendly with them, you know? I mean, yeah, not many people left. Stupid to burn bridges, yada yada yada. I get that. But these are bad people. The only reason they haven't turned on us yet is because they're getting what they want from us. For now, it's a good enough reason. It's bad enough fighting zombies. I don't want to fight the Wilkersons, too. Okay, it's your call. For the record, if this turns out to be a trap, I'm totally claiming I told you so rights for a week. Also, you're on cleanup duty. Have fun! Yay! Toll, ihr Putzdienst. Hallo! Immer diese Zombie-Horden hier. Ist ja nicht wahr. Also, wo genau muss ich hin? Ach, dahin, okay. Das kann ich, das kriege ich hin. Runter von der Fahrbahn! Runter von der Straße! Immer diese Alkoholkranken hier, die dann auch noch über die Straße torkeln. Mann, Mann, Mann hier. Aber nun gut. Hoffe ich, dass wir bald hier bei dieser komischen Farm ankommen. Ich versuche auch manchmal hier so ein bisschen vorsichtiger zu fahren, um halt Autos zu schonen. Ob ich das hinkriege, ist so eine andere Geschichte. Runter! Weg von der Straße! Ist kein Spielplatz. Auch nicht für Zombies. Mission neutraler Beobachter. Das wird schon. Hallo. Tür. Aber Mama, du kannst die ganze Zombie-Runde fahren. Ja, und das Auto schrotten. Hallo. Nachbarn entdeckt. Ich finde gut, dass sie gleich ausweichen. Die wissen schon, wie ich fahre. Ist so. Hallo. Du bist anscheinend unwichtig. Ja. So, wohin muss ich euch bringen? Dahin. I'm just here to make sure the trade goes nice and smooth. Then you best watch the Wilkersons. I trust them about as far as a two-headed snake. Okay. Also auch die trauen den Wilkersons nicht so wirklich. Die Frage ist, warum? Ne, bisher haben die wenig getan, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ne, ich traue dir jetzt nicht über den Weg. Also, na gut, eigentlich alles, aber... Es gibt keine richtigen Beweise dafür. So, wir sind da, wo wir sein sollen. So, you got what we asked for? It's all right here. Hope you brought something worthwhile. It ain't wise to cross me. Here you go, as promised. Well, that just about ought to do it. Appreciate you taking care of this for us. Now, why don't you run along? You hear me? Okay. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Also, die wollen auf jeden Fall, dass wir hier so einen Bereich verlassen. Bin ich dabei. Daniel ist tot, Katharina ist tot, Cassidy ist tot. Das waren jetzt die drei, die ich da eskortiert habe, oder? Okay. Ja. Hätte ich sie mal nicht dahin gebracht, ne? Dann wären sie vielleicht noch am Leben. Aber nur vielleicht, aber nein. Ich bin der Mammut. Ich muss ja unbedingt meinen Quests nachgehen. Ist doch nicht wahr hier. Ist doch einfach nicht wahr. Ah, naja, was muss, das muss. Oh, ich fahre andersrum. Hier ruckelt es gerade einfach mal wieder, ne? Einfach mal, weil das Spiel mal, die Ohr finden wir gerade mal voll Knorke. Oh,
das war eine tolle Tür, ne? Das war eine tolle Tür. Wie ich immer die Straßenschilder mitnehme, ne? Oder relativ oft. Wer baut diese Straßenschilder eigentlich immer wieder auf? Weißt du, sonst so Autos bleiben kaputt, sie bleiben dort stehen, wo sie sind. Na, aber Straßenschilder, du, die werden alle wieder aufgebaut, du. Verstehe einer, wer will. Ganz ehrlich. Manche Dinge muss man nicht verstehen, glaube ich, ne? So. Dann machen wir jetzt hier einen Tobsüchtigen. Den habe ich vorhin, ne? Eine übergebrezelt und dann konnte ich ihn töten. Mal sehen, ob ich das jetzt auch nochmal so hinkriege. Besonders, wenn ich hier in Nachbarschaft parke. Was ist denn hier los? Klettere hoch und halte Ausschau nach Gefahren. Ja, ist okay, bei Gelegenheit. Ich bin noch da. Also Tobsüchtigen finden. Ich glaube, ich schaff's. Schauen wir mal hier. Hallo, wow! Okay. Musste erstmal nachladen. Apropos nachladen, sollte ich vielleicht gleich mal außerhalb eines Kampfes machen. Und mich mal heilen. Oh. Gut. Ja, ich lade nicht nach, wenn jetzt hier Zombies sind. Würdest du bitte runtergehen? Nein, im Ernst. Geh weg. So. Okay. Deine Quest, Aufklärungsmission. Mach ich. Ist er hier im anderen Stadtteil. In der anderen Stadthälfte oder wie auch immer. Ne, ich sehe das halt immer in zwei Hälften dieses komischen Ortteils hier. Dann fahren wir hier mal rum. Und dann gleich hier irgendeine Straße rein oder so. Nicht die, sondern die nächste. Einfach mal hier quer übers Feld. Macht man sonst nicht. Da siehst du, hätte ich doch die eine nehmen können. Na egal. Egal. Und da soll ich jetzt hochklettern, ja? Seid ihr euch da sicher? Ich heile mich mal vor, das habe ich aber meist nie. So, einfach mal hochklettern. Ich glaube, ich schaff's. Ja, mach ich immer, wenn ich irgendwo eine Leiter hochkletter. Nicht. So. Oh. Was haben wir da hinten? Schön am Brennen hier. Was soll ich denn hier noch groß erkunden hier? Campingplatz, lalala. Ein Haus. Ach, sag doch sowas nicht. Vor allem, ob ich die jetzt hier sammle oder töte oder nicht, das ist ja egal, ich spawne alle immer wieder neu. Und der Aufklärungsbalken da fühlt sich im Moment auch gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir ein bestimmtes Ding finden oder sowas. Okay. Gut. Dann haben wir das. Gucken wir mal, ob wir jetzt gleich eine Folgequest dazu bekommen. Weil wir haben jetzt voll den Überblick über das, was wir hier haben. Hallo. Steig ein. Ja, so. Und jetzt halt noch irgendwie nach Hause kommen.
Weil wäre ja nicht so verkehrt. Oder aber wir fahren hier einfach durch die Gegend, bis wir eine Quest bekommen. Oder aber wir gehen zum Infektionsherd. Aber Infektionsherde mache ich immer noch nicht gerne alleine. Da nehme ich natürlich halt immer noch gerne jemanden mit. Klingt komisch, ist aber so. Und vielleicht gehen wir hier einfach mal zurück und können dann wieder mit jemandem reden und kriegen dadurch eine Quest oder so. Vielleicht sagen die jetzt irgendwas dazu mit den Wilkersons oder so. Mal gucken. Tatsächlich. Doc Henson? Schade, dass ich das Gespräch nur so, ne, durch Untertitel mitgekriegt habe, dadurch, dass ich jetzt hier, ne, am Arsch der Welt war und nicht direkt bei denen beim Gespräch. Oh, nun gut. Habe ich hier irgendwen, der mitkommen will, wie zum Beispiel du? Komm mit. Oh. Will jemand von euch denn mitkommen? Auch wenn er dann hier sein Doseneis hier mal unterbrechen muss. Oh, du? Müde oder verletzt? Sag mal, seid ihr auch mal was anderes außer müde oder verletzt? So ein kaum jemand müde hier, also ehrlich. Was ist mit dir hier? 100 Einfluss, ja komm. Dann machen wir eben schnell den Infektionsherd. Also, ne, jetzt habe ich das hier. Markus auch schon Level 6 der Fitness hat. Ist er natürlich eine ganze Ecke länger wach als so manch anderer. Das merkt man dann doch schon so ein bisschen. Na gut, wir fahren auch viel durch die Gegend. Aber trotzdem, er ist jetzt hier fast eine Dreiviertelstunde lang Real-Time-Zeit jetzt hier wirklich unterwegs. Ohne, dass es zu irgendwelchen Problemchen kommt. Aber dafür, ne? Mach's gut. Der ist schon über einen Tag lang wach, über 24 Stunden in-game sozusagen. Ne? Wir haben ja Aufnahme begonnen, da wurde es gerade dunkel und jetzt wird's nach einer Dunkelsession schon wieder hell, glaube ich. Doch, müsste. So, nachgeladen? Natürlich nicht. So. Zack. Hallo. Und ich bin wieder weg. Da finde ich schön, dass du durch die Haupteingangstür wieder rausgehst. Muss man ja doch sagen. So, das war's mit dem Kreischer. Nur noch normale Zombies. Ach komm. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, ist gut. Zack. Infektionsherd so gut wie down. So macht man das hier. Wie sieht eigentlich der Schraubenschlüssel jetzt inzwischen kaputt? Aus. Ist er jetzt kaputt oder ist er immer noch intakt? Weiß nicht. Ach, da haben wir auch gleich den nächsten Infektionsherd. Wollt ihr mich verarschen? Da haben wir zwei Kreischer drin. Na gut. Dann schmeißen wir uns mal einen Snack rein. Und dann sehen wir zu, dass wir auch den hier platt machen, bevor sich der irgendwie noch ausbreitet oder sowas. Eben schnell gucken hier. Das, ich denke mal, es hängt damit zusammen, wie hoch das Level ist beim Kämpfen. Und auch inwieweit halt so eine Waffe halt wirklich heile ist. Bonus-EP durch Kopfschuss-Serie und dabei zwei Kreischer erwischt. Oh, ich würde sagen, war geil. Kann man machen. Bin ich nicht von mir gewohnt. Um es so auszudrücken. Ach komm. Dadurch, ne, dass man eigentlich durch einen Zombie-Biss irgendwie schon so infiziert ist, dass man, ne,
es eigentlich knicken lassen kann, aber naja. Nicht in so einem Spiel. So, und jetzt? Jetzt haben wir keine Mission mehr, großartig.